So schön, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erck, Beziehungscoach und Therapeut und möchte heute mit dir über das Thema sprechen, was ist gesünder für eine erfüllte Partnerschaft? Emotionale Abhängigkeit oder emotionale Unabhängigkeit? Und es kann sein, dass du jetzt im ersten Moment schon ein schnelles Urteil hast, aber ich verspreche dir, dass sich das im Laufe des Videos nochmal komplett wandeln wird. Falls du den Titel dieses Videos gelesen hast, wirst du dir eigentlich im ersten Moment vielleicht schnell gedacht haben, ja, ist doch ganz klar, es ist wichtig, dass wir unabhängig sind. Wir sollen doch immer uns selbst lieben, für uns selbst stehen und aus dem heraus in eine Partnerschaft gehen. So pauschal würde ich das aber niemals unterschreiben. Ich würde sogar sagen, dass für die meisten Partnerschaften wichtiger ist, sich emotional abhängiger voneinander zu machen und nicht noch emotional unabhängiger. Weil dazu neigen wir heutzutage in der Entwicklung unserer Gesellschaft. Was sehr, sehr schön ist auf der anderen Seite, aber einfach neue Herausforderungen mit sich bringt. Früher ging die Abhängigkeit eigentlich ziemlich von alleine. Allein durch die Familienkonstellation. Es gab den Mann als Versorger, die Frau, die sich um die Kinder gekümmert hat. Also dieses ganz klassisches Rollenbild hat automatisch zu einer Abhängigkeit geführt. Und das ist nicht etwas, was ich gutheißen will. Ja, weil natürlich eine Freiwilligkeit vorhanden sein muss in einer Partnerschaft und man nicht irgendwann aus dieser Konstellation miteinander zusammen ist. Heutzutage aber haben wir eine extreme Gegenbewegung. Und das große Ziel oder die große Ausrichtung ist immer umso unabhängiger, umso besser. Ich darf bloß nicht mich zu abhängig machen von meinem Partner. Und nicht nur emotional, sondern auch durch die ganze Familiensituation oder durch die finanzielle Situation oder Wohnsituation. Es ist so wichtig, immer mich selbst in meinem Standpunkt zu halten und bloß nicht irgendwie dem Partner zu nahe zu kommen. Und damit komme ich schon zum Stichwort. Aber erstmal muss uns klar sein, beide Formen, emotionale Abhängigkeit und emotionale Unabhängigkeit, kann man nicht einfach so dastehen lassen, sondern es gibt eine ganze Range, die wir anschauen müssen. Es gibt Formen von emotionaler Abhängigkeit, die noch gesund ist und es gibt natürlich Bereiche, die vollkommen ungesund sind. Und genauso bei emotionaler Unabhängigkeit gibt es Bereiche, die sinnvoll und gesund sind, aber auch Bereiche, die wieder ungesund werden. Was hier eher nur passiert, ist, dass es so automatisiert eingeordnet wird an emotionale Abhängigkeit ist immer schlecht und emotionale Unabhängigkeit ist immer noch gut. Und lass uns erstmal darüber sprechen, was da die Wurzel von ist. Die Wurzel ist, dass wir Angst vor Kontakt haben. Das ist bei den meisten Menschen vorhanden. Sie haben Angst vor wirklicher Nähe. Angst, jemandem wirklich nahe zu kommen oder jemanden nah an sich ranzulassen. Und das würde bedeuten, dass ich an einen Punkt komme, wo schon eine gewisse Form von emotionaler Abhängigkeit da ist. Aber im positiven Sinne. Ich meine nicht emotionale Abhängigkeit von, ich bin nicht alleine lebensfähig, nur du hältst mich irgendwie quasi auf der Spur. Das meine ich nicht. Also nicht ein vollkommen Auflösen im anderen, sondern emotional abhängig meine ich, dass der andere dir wirklich wichtig wird und ihr euch auch ein Lebenskonstrukt aufbaut, was man nicht mehr einfach so auflösen kann. Wo es eine Verbindlichkeit zwischen beiden Seiten gibt. Wo es eine Unterstützung zwischen beiden Seiten gibt. Und man es nicht einfach so trennen kann. Ein klassisches oder ein einfaches Beispiel wäre, wenn man gemeinsam zum Beispiel eine Firma gründet. Das ist eine starke Abhängigkeit voneinander und ein großer Schritt, den man geht. Und das ist nicht etwas, wo man sagt, oh nein, ihr solltet am besten zwei Firmen gründen, um unabhängig voneinander zu bleiben. Nein, sondern es kann für eine erfüllende und glückliche Beziehung sogar wichtig sein, dieses Mehrmaß an Nähe und Verbindung zuzulassen. Das Problem ist nur, dass bei den meisten Menschen emotionale Abhängigkeit nicht abgespeichert ist als, ach, jetzt können wir quasi das Leben gemeinsam angehen. Ja? Wir können uns gemeinsam um diese Firma kümmern, gemeinsam unsere Stärken ausleben, gemeinsam uns unterstützen, sondern für die meisten aktiviert ein Zustand, wo eine Abhängigkeit entsteht, sofort eigentlich Angst und Anspannung im ganzen Körpersystem. Das heißt, sie wollen weg von Abhängigkeit. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass wir in den ersten Lebensjahren eigentlich in den meisten Fällen keine gesunde Form von Kontakt erlebt haben, keine gesunde Form von Abhängigkeit. Weil Kinder in den ersten Lebensjahren natürlich extrem abhängig sind von den Erwachsenen und von ihrem Gegenüber. Machen wir da aber die Erfahrung, dass wir uns auf die Erwachsenen nicht wirklich verlassen können. Dass die Erwachsenen kein Ort von Sicherheit sind, kein Ort von Geborgenheit, sondern dass wir eigentlich traumatisierte Menschen als Gegenüber haben, als Erwachsene, die sich dann noch um uns kümmern sollen, vielleicht Kinder, die eigentlich nur in einem Erwachsenenkörper stecken, ja, dann ist es extrem bedrohlich, dass ich merke, wenn ich von denen abhängig bin, der Kontakt zu denen ist für mich bedrohlich. Und bei manchen geht es natürlich auch so weit, dass sie in diesem Kontakt nicht nur erleben, oh, die Person ist nicht richtig auf mich eingestimmt, meine Mama oder mein Papa, sondern sie erleben genau von den Menschen, dass sie die Abhängigkeit ausnutzen. Das heißt, sie bestimmen über uns. Sie werden gewaltvoll oder aggressiv gegen uns. Sie unterbinden unsere natürlichen Impulse, unsere Lebendigkeit, unsere Bedürfnisse. Wir werden einfach übergangen. So ein einfaches Beispiel ist Kinder, die nicht in den Kindergarten gehen wollen, die aber dann gezwungen werden, weil die Erwachsenen ihnen das aufbürgen, weil die Erwachsenen das so für sie entscheiden, weil sie ja zur Arbeit müssen oder was auch immer. Ja? Das sind alles so Mikrosituationen, wo wir in der Abhängigkeit merken, hier gehe ich unter, hier werde ich nicht gesehen, das Ganze ist nicht sicher. Und dann ist es so, dass wenn wir als Erwachsene in Partnerschaft gehen, genau das Gleiche wieder in uns aktiviert wird. Wir erleben genau wieder die gleiche Bedrohung, je näher wir jemanden kommen, je stärker die Abhängigkeit wird. Und deswegen beginnen wir dann quasi, das entweder komplett zu vermeiden und nie wirklich nahe und tiefe Partnerschaften einzugehen oder uns irgendwie in diese Unabhängigkeit zu flüchten. Die meisten Menschen machen sich darüber jetzt nicht so bewusst Gedanken, so wie ich das hier beschreibe, sondern es
läuft tief unbewusst. Dass wir merken, irgendwie fühlt es sich hier unangenehm an, ach, ich brauche irgendwie Zeit für mich, ich will hier irgendwie weg. Und das häufig gar nicht diese Einordnung. Deswegen ist mir das so wichtig, das in diesem Video aufzuklären. Was ist die Wurzel des Ganzen? Und das heißt, wenn du merkst, dass es dir unangenehm wird, wenn die Beziehung näher wird, kannst du dir immer die Frage stellen, wie war die Beziehung, die ich im Ursprung in meinem Leben erlebt habe? War die sicher? War die angenehm? Ja? Oder war auch da schon so ein Zustand von, oh, hier fühle ich mich nicht ganz wohl. Ja? Hier werde ich nicht gesehen. Hier werde ich nicht erkannt. Und vielleicht merkst du, dass Ähnliches aktiviert wird in deiner Partnerschaft. Der andere Part, der für viele so bedrohlich ist in der emotionalen Abhängigkeit, dass bei ihnen aktiviert wird, je näher mir jemand kommt, desto weniger kann ich sein. Weil das ist häufig eben die Anpassungsstrategien von Kindern, wenn sie die Thematik haben. Habe ich Eltern, wo es immer bedrohlicher wird, ja, der Kontakt zu ihnen, ist die erste Anpassung, die Kinder machen, sich so zu geben, wie es am meisten funktioniert für die Eltern. Ah, okay, ihr wollt ein braves und liebes Kind, dann versuche ich das zu machen. Ihr wollt ein Kind, was so und so sich verhält, dann versuche ich das zu machen. Wollt ihr, dass ich alles richtig mache, dann versuche ich perfektionistischer zu werden. Ah, okay, Leistung ist euch wichtig, dann versuche ich immer alles zu machen und zu leisten und darüber mein Selbstwert zu generieren. Ah, okay, ich bin euch zu viel, dann versuche ich leise zu sein und mich zurückzuziehen. Das heißt, wir beginnen unsere natürlichen Impulse, unser natürliches Ich, zu unterdrücken und mehr das nach außen zu geben, von dem wir glauben, als Kind, dass es gewollt ist. Und das Gleiche passiert dann auch wieder für uns als Erwachsene, wenn wir dieses Thema nicht gelöst haben. Das heißt, wir kommen jemandem immer näher und merken, wie ich weniger und weniger ich werde. Und häufig, wenn ich diese Thematik habe, habe ich auch nur das Gefühl, dass ich nur ich sein kann, wenn ich alleine bin. Also, dass ich so eine riesige Diskrepanz merke zwischen mir in Beziehung und mir alleine. Ja, und was da auftaucht, ist genau dieser Impuls. Ich darf nicht da sein. Ja? Und darin steckt eine große Entwicklungschance, eine große Heilungschance, wenn wir uns dem widmen, anstatt davon irgendwie zu flüchten oder von da aus zu sagen, nee, vielleicht ist das doch nichts mit mir für Beziehung oder wir sollten doch lieber zwei Firmen gründen statt einer. Als nächstes möchte ich mit dir auch über das Thema emotionale Unabhängigkeit sprechen. Weil auch hier ist es natürlich erstmal wichtig, ein gewisses Maß an Unabhängigkeit zu haben. So wie es früher war bei unseren Vorfahren, ist es jetzt nicht sinnvoll, komplett abhängig zu sein mit dem anderen, vielleicht in einer komplett toxischen Beziehung festzuhängen, die überhaupt nicht deckungsgleich ist mit dem, was ich mir wünsche oder was mein Bedürfnis ist, ist natürlich nicht etwas, wo man sagt, oh, das waren noch gute Zeiten. Ganz im Gegenteil. Ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und Selbstbestimmung brauchen wir natürlich. Ich bin und bleibe ein Individuum, auch innerhalb einer Partnerschaft. Aber auch hier gibt es natürlich wieder extreme Polaritäten, nämlich Menschen, die das genau als Strategie haben, eine ganz, ganz starke Unabhängigkeit zu erreichen innerhalb von Partnerschaften. Ja? Das heißt, meistens suchen sie sich dann abhängige Partner, die total auf sie fokussiert sind und sie machen komplett ihr eigenes Ding. Die sind selbstbestimmt im Finanziellen, im Beruflichen, die stehen voll und ganz im Leben. Aber was sie dadurch machen, ist halt, jemanden nicht zu nah an sich ranzukommen. Und meistens ist da auch so dieses Gefühl, dass es total bedrohlich wäre, nicht diese Unabhängigkeit in Partnerschaft zu haben. Dass du nicht die bestimmende Position hast oder die Machtposition. Oder es geht halt auch so weit, dass häufig sich gar nicht wirklich eingelassen wird auf feste Partnerschaft. Also gar nicht erst dieses Commitment eingegangen wird. Ich bleibe unabhängig, ich halte mir alle Variationen offen, weil da eigentlich im Kern eine Angst ist. Eine Angst, jemandem wirklich nahe zu kommen. Eine Angst ist, hier wirklich abhängig zu werden. Mir ist es wichtig, dass du im Laufe dieses Videos für dich das mal nachspüren kannst. Wo erkennst du dich wieder in diesen Polaritäten? Ja? Und wo bedarf es vielleicht mehr im Ausgleich, mehr wieder in die Mitte zu kommen? Brauchst du einfach eher, dass du dir mehr zutraust, emotional abhängig zu werden in einer Beziehung? Oder ist es eher ein Maß von Unabhängigkeit, was du entwickeln kannst? Lass uns am Ende nochmal darüber sprechen, wie eigentlich die Wahrnehmung sein sollte in einer gesunden Partnerschaft. Und in einer gesunden Partnerschaft merke ich natürlich eine klar starke Verbindung zu dem anderen und einen Einfluss, den der andere auf mich hat. Gleichzeitig ist es aber in so einem Maße, dass mich das nicht immer aus der Bahn wirft, dass ich nicht komplett in Schock verfalle, wenn irgendwas in der Beziehung passiert, komplett in Ängste bin, komplett merke, wie ich alles über Bord werfe, nur um irgendwie diese Beziehung wieder zu stabilisieren. Sondern, dass ich einfach ganz natürlich merke, ah, ich bin eingestimmt auf dich und ich merke, dir geht's nicht gut, das spüre ich auch. Oder deine Freude hat genauso eine Auswirkung auf dich. Oder wenn du dich zurückziehst, spüre ich das natürlich. Aber alles in so einem Maße, dass es nicht so dramatisch wird und dich komplett überflutet, sondern so, dass du merkst, ich bin noch erwachsen in diesen Zuständen und fühle mich nicht komplett kindlich, unbeholfen, überfordert, sobald mein Partner sich verändert oder anders verhält. Dann der andere Part, was bedeutet gesunde Unabhängigkeit innerhalb einer Partnerschaft? Gesunde Unabhängigkeit würde bedeuten, dass ich trotzdem mich und meine Bedürfnisse immer priorisiere, das Gefühl habe, auf meinem Lebensweg zu sein, ja, mir treu zu sein, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, durchzusetzen, die im Fokus zu haben und nicht das Gefühl habe, ich verzichte in einem großen Maße auf mich oder was mir wichtig ist, aus Liebe zu einem Partner. Also das Gefühl habe, ich muss mich permanent zurückhalten innerhalb der Partnerschaft, sondern ein Gefühl von Freiheit und auch von Selbstbestimmung innerhalb der Partnerschaft. Das ist so ein bisschen die Form, wo wir hin
finden. Das heißt, als Fazit können wir sagen, weder ist das Ziel die emotionale Abhängigkeit, weder die emotionale Unabhängigkeit, sondern wie immer ist es das gesunde Maß von beiden, was wir entwickeln dürfen. Und wenn wir merken, dass wir zu stark in eine Polarität gehen innerhalb einer Partnerschaft, können wir uns sicher sein, dass die Wurzel immer Bindungstrauma ist, was wir erlebt haben und einfach eine Form von Anpassung, die wir dadurch entwickelt haben. Starke emotionale Abhängigkeit ist meistens eben dieses Wiederholen von damals, wieder diese emotionale Abhängigkeit in der Hoffnung, diesmal das vielleicht zu bekommen von einem Partner, was wir im Ursprung von Mama oder Papa nicht bekommen haben. Und starke Unabhängigkeit ist einfach nur Kompensation. Eine Kompensation aus Angst vor wirklich Nähe, von wirklichem Kontakt. Das ist häufig die Thematik und die Dynamik. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei dem einen oder bei dem anderen oder auch als Paar in dieser Thematik, kann ich dich ganz, ganz herzlich einladen zu mir ins Coaching. Alle Infos dazu findest du auf emanuelerck.com/Coaching. Dort kannst du dich erstmal eintragen für ein kostenloses Analysegespräch, bekommst im Anschluss alle Infos zum Coaching zugesandt. Und wenn wir dann merken, ah ja, okay, das ist vielleicht das Richtige für dich, werden wir uns erstmal kennenlernen und dann gemeinsam im Coaching starten. Wie gesagt, alle Infos findest du auf meiner Website oder auch hier unter diesem Video. Ansonsten teile gerne dieses Video mit Menschen, für die das relevant sein könnte und schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du zu dieser Thematik denkst. Siehst du das genauso wie ich oder vielleicht hast du eine andere Sicht dazu? Würde mich sehr, sehr interessieren, von dir zu lesen. Ansonsten abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst und gib dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich, dich dann im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, ich wünsche dir alles, alles Liebe, dein Emanuel.